Tom. Ja, lieber Thomas, Schneepflug ist ein gutes Thema, aber insgesamt ist die Piste ganz gut vom Schnee befreit. Eher das Problem sind die kleinen Knollen, die ausbrechen. Und das heißt, wenn man den Ski setzt, dass er ein bisschen weggeht. Und das ist eine Geschichte, die die Rennläufer überhaupt nicht mögen. Vielleicht hat man aber in der Zwischenzeit die Piste so hingebracht, dass es einen guten Gegendruck gibt. Und das gilt es jetzt zu erfüllen. Und ich bin schon neugierig, wie es tatsächlich ist. Los geht's. So. Und los geht's. Der enge Lauf und da herum ist noch flach. Griffige Piste, erste Welle. Und dann wird es unruhig und steil. Schön gute Linie fahren. Jawohl, erste Zwischenzeit. Und Achtung, jetzt kommt er in ein wirklich entscheidendes Stück. Langer Zug, Vorderschlag. Einfach steil haben. Und jetzt wirklich Linie machen. Nicht so direkt werden. Es geht Schlag auf Schlag. Wichtig sind die Übergänge da. Langer Zug. Das war's. So, leicht abgekürzt, ungewollt. Das werden wir gleich befragen. Dazu ein bisschen so Ski übereinander bekommen. Das war, glaube ich, noch zu erkennen. Aber wenn schon wieder gesehen ist, gerade mal runterfahren, wird gleich bei uns sein. Also, alles Paletti bei Thomas Sikora. Oben.